Guten Morgen! Hi Leute! So, der nächste Tag ist angebrochen. Wir haben jetzt gerade ausgecheckt, beziehungsweise ja. Alles zusammengeräumt. Alles ganz clean soweit. Verlassen jetzt das Hostel und ziehen in ein nächstes A&O-Hostel. Ja. Wir wissen nicht, ob wir es schon erwähnt haben, aber Leute, wir haben 3 Gutscheine gehabt und müssen jetzt alle 2 Tage in ein neues Hostel ziehen. Ja, es ist richtig anstrengend, mit den ganzen Koffer rüber rumzupilgern. Genau, weil ich konnte es nicht so legen, dass wir am Stück in einem Hostel sind, deswegen müssen wir jetzt alle 2 Tage umziehen. Ja. Das heißt, alle 2 Tage neuer Tapetenwechsel hier. Ja, das wollte ich gerade sagen, Marie. Oh, krass. Okay, ja. Dann starten wir jetzt mal los. So, Leute, wir sind jetzt eingecheckt. Das Hostel, Sprachfehler, klappert hier so. Das Hostel macht erst so 15 Uhr auf, also da können wir ins Zimmer. Also es hat schon offen, aber ab 15 Uhr können wir erst ins Zimmer rein. Jetzt müssen wir die Koffer hier zwischenlagern. Alter, ist das ein Teil? Alter Schwede. Bei dem Koffer ist die Rolle da unten irgendwie kaputt. Alter, die ist schon richtig abgeschliffen, die Rolle. Krass. Vor allem, wir sind ja wieder zu dritt hier im Zimmer und müssen natürlich jetzt wieder so tun, als hätten wir zu zweit zu viel Gepäck, weil wir nur zu zweit einchecken können. Unsere Schwester, die wartet gerade vorm Hostel. Kleine Frau. Und wie? Das ist so peinlich. Die Leute denken mal, wir sind für 2 Nächte mit 3 Koffern unterwegs. Und gerade war so eine Schulklasse da, die haben alles im Monat so angegafft. Die mit 2 Fan-Koffern reingerollt. Und dann hier noch das Face-Pad, die dachten sich auch, was ist denn da los? Das sieht eigentlich ganz cool aus. Na also, ululululululu. Es ist ein bisschen laut und zwar waren wir gerade beim Lidl, haben uns ähnlich unser Essen gekauft und Marie ähnlich ihr Wasser hier, für die ganzen Sitz weg. Ja, und jetzt sind wir hier ein bisschen an der Straße und essen hier unser Essen, weil unser Zimmer ja noch nicht fertig ist. Ja. Oh, Leben, das Berliner Leben. So, wir sind jetzt am Brandenburger Tor. Hier windet es wie Scheiße, Leute. Stärke. Aber wirklich, ey. Genau, und warum wir hier sind, wir treffen uns jetzt gleich mit einer Zuschauerin. Ja, die hat uns bei Instagram angeschrieben, hat gefragt, ob wir uns treffen können. Und Leute, wir sagen natürlich ja. Denn also wenn wir immer irgendwas posten und ihr seht, dass wir irgendwo unterwegs sind, könnt ihr immer schreiben, ob wir uns treffen. Leute, wir sind da immer offen, deswegen schreibt uns einfach. Wir sind gerade bei den Hackischen Höfen. Haben uns jetzt von unserer Zuschauerin Sandy getroffen. Sie steht gerade neben uns. Sie will jetzt nicht in die Kamera, aber willst du Hallo sagen? Ja, okay. Hier so kurz so. Und wir sind jetzt gerade bei den Hackischen Höfen und es regnet gerade, deswegen stellen wir uns gerade unter und es ist absolut windig. Halt ein bisschen inne und warten auf bessere Zeiten, die leider niemals eintreffen werden. Ja. Simone? Hier bin ich, guck mal kurz. Ja. So, wir waren jetzt gerade hier in diesem Shop, weil es außen geregnet hat, dachten wir uns, gehen wir mal kurz rein. Monatlich was gekauft, ein kleines Stück Kuchen. Genau. Und jetzt laufen wir raus und hoffen, dass der Regen aufgehört hat, dass wir mal die Gasse hier durchlaufen können, weil die richtig schön aussieht. So, wir sind jetzt wieder an der Gasse, wo wir schon letztes Jahr waren. Es hat aufgehört zu regnen, deswegen sind wir ein bisschen happy. Und jetzt machen wir noch ein paar Bilderchen und es ist ein bisschen unangenehm, weil wir zwei Zuschauer haben. Also halt unsere Schwester und unsere Zuschauerin. Aber ja. Und jetzt zeig nochmal die Kulisse kurz. Ich liebe die Lichterketten, das sieht auch so schön aus. Ja, und auch überlieb. Und das Sticker. Das Gute ist ja eigentlich, dass es regnet, weil dann geht keine Sau raus aus dem Haus. Und deswegen ist hier auch richtig wenig los. Ja. So, Leute, wir gehen jetzt gerade hier in diesen Buchladen. Und hier sind die Bücher bis zum Anschlag hochgestapelt. Mode, was sagst du jetzt dazu? Ich suche an der Schullektüre. Wir sind gerade auf der Suche, Leute. Wenn du da unten ein Buch willst, dann ist es vorbei. Krass, wie sieht, wenn man hier schon ein Buch kaufen. Das ist doch krass, ey. Einfach um den Laden zu lernen. Mode, ich will auch mal hier hoch. Wow, shit. Jetzt kannst du kurz kommst du? Alter Schwede, Leute. Da hinten geht's weiter. Bücher so. Ey, da hinten geht's immer weiter. Echt? Voll die Geheimgänge. Alter, warte. Oh mein Gott, ist das. Also. Komm. Oh mein Gott, Leute, ich meine. Spatzen, was ist drin? Das sind vielleicht 2 raus? Nein. Du hast doch einen raus, ohne. Ich krieg's nicht auf. Ich hab keine Fingernägel, hat Ey, du brauchst doch keine Schwindel, oder? Doch. Ich glaube, du musst ein bisschen so auf. Leute. Leute, das ist kein Überraschungsei. Ja. Also. Das ist spannend. Ich hab noch nie sowas gesehen, Leute. Das ist wie Text. Das sind vielleicht 2 Träume dabei. Oh nee, das ist auf Englisch, das kann ich nicht lesen. Oh mein Gott, wie viele steht da drin? Das ist wahrscheinlich überall das Gleiche drin, ne? Der Pate. Da steht überall das Gleiche drin. Nein. Oder? Locker. Das sind noch unterschiedliche. Nee, vor allem, das ist zusammengeklappt. Du kannst nicht wissen, was da drin steht. Ja. Ja, wir sind jetzt auf einer Ausstellung hier im
geschichtlich, jetzt sind wir im Musikraum. Ich hoffe, man versteht uns überhaupt. Und es läuft Techno. So, krasser Zeitsprung. Leute, ich glaube, wir haben noch nie so chaoshaft gefloppt wie an diesem Tag heute, aber... Es war auch eine Ausnahmesituation. Es war auch wirklich eine Ausnahmesituation. Wir sind jetzt gerade hier im Hostel eingecheckt. Heute früh sind wir eigentlich schon eingecheckt, aber das Zimmer war noch nicht frei und jetzt haben wir uns gerade die Zimmerkarte geholt. Genau, Leute, so sieht sie aus. Ist größer als das andere, aber ich fand... Aber es ist das typische Hostel, Arno-Hostel-Design. Ja, aber wir beschweren uns nicht, ganz ehrlich. Ja, es ist, das andere war schöner. Das andere war zwar kleiner, aber es fand mir trotzdem schöner, ne? Aber ist ja scheißegal, Hauptsache wir haben 4 Wände, wir haben ein Dach über dem Kopf und wir haben fließendes Wasser. Genau. Wir wollten euch mal kurz noch so erzählen, was wir heute so gemacht haben, weil wir haben echt nur einzelne Fetzen gefilmt. Und wir wollen das nicht auf uns sitzen lassen. Genau. Also kriegt ihr jetzt die kleine Nacherzählung. Genau. Ja, also früh habt ihr schon alles gesehen und dann haben wir uns am Brandenburger Tor mit einer Zuschauerin getroffen. Schöne Grüße nochmal an dich. Ja, genau. Schöne Grüße nochmal an dich, Sandy. Es war echt schön mit dir. Genau. Mit ihr sind wir dann auch in die Hagischen Höfe, habt ihr auch gesehen. Ja. Sind da ein bisschen durchgeschlendert. Das Wetter war zwar echt horrorhaft, aber trotzdem, wir haben das Beste draus gemacht. Genau, und dann haben wir uns noch mit Jonah und einer Freundin getroffen. Ja. War mit ihr dann in der Ausstellung. Aber davor noch im Café. Ja. Da haben wir auch nur ein Fetzen gefilmt. Genau, und dann waren wir noch in der Ausstellung, und zwar die 90s in Berlin. Ja, das ist so eine Multimedia-Ausstellung, halt ein bisschen was Geschichtliches, aber auch Musik und so. Genau, halt alles so animiert auch. Und da war auch so ein Disco-Raum, da haben wir auch ein bisschen gefilmt. Natürlich. Genau, weil das war unser Lieblingsraum. Und dann sind wir am Ende noch so ein bisschen durch diesen Souvenirzeug da durchgeschlendert und haben dann da so eine Bewertung abgegeben. Und also der Verkäufer hat uns gefragt, ob wir halt das bewerten möchten. Genau, die Ausstellung. Und dann haben wir natürlich ja gesagt, weil dann haben wir nämlich alle eine Karte bekommen. Genau, ihr dürft euch eine aussuchen, die ihr wollte. Und gratis, da sind wir natürlich immer dabei. Natürlich dabei, ja. Genau. Und dann waren wir jetzt gerade noch Burritos essen. Und jetzt sind wir hier zurück im Hostel. Schön ein bisschen. Wir haben gerade 20 Uhr. Genau, und Leute, morgen nehmen wir euch auf jeden Fall wieder mehr mit, aber wir finden es immer seltsam, mit Leuten zu filmen, mit denen wir halt jetzt nicht mit so floggen. Mit denen wir nicht regulär floggen, ja. Genau, weil wir kennen uns, ist aufeinander abgespielt, wir wissen so, was los ist, ja. Aber wir finden es komisch, dann so auf... Immer die Kamera rauszuholen. Ja, so. Die Kamera rauszuholen und dann dabei zu filmen, ja. Ich weiß auch nicht. Und so beobachtet werden. Genau, weil ja. Das Ding ist, wir fühlen uns nicht so, als würden wir so filmen, da ist es so, keine Ahnung, aber wenn uns Leute zuschauen, dann... Das ist halt ein größeres Ding. Da ist es irgendwie seltsam, keine Ahnung, ne? Aber auf jeden Fall, morgen steht was ganz Besonderes an. Genau, Leute, und zwar geht's wieder tätowieren. Es geht wieder los. Geht wieder los, morgen lassen wir uns tätowieren und danach gehen wir noch ein bisschen Secondhand shoppen, aber das seht ihr dann alles morgen. Ja. Wir sind auf jeden Fall schon aufgeregt. Was es wird, wo wir hingehen, bei welchen Tätowierer, EDC, seht ihr dann alles morgen, also seid gespannt. Genau, und wir chillen jetzt noch so ein bisschen hier, verarbeiten den Tag heute und genau, lassen nochmal alles Revue passieren. Guten Morgen! Morgen! Wir haben gestern Abend nicht mehr gefloggt und es tut uns leid, aber ich habe... Hast du nicht mehr, Marie? Nee, ich habe nicht mehr verabschiedet, weil ich das Video gestern super. Bis 2:30 nachts geschnitten habe und dann dachte ich mir, ey, es muss noch abspeichern, ich kann jetzt nicht die Speicherkarte rausziehen und euch verabschieden. Wie auch immer, ne? Auf jeden Fall ist heute der Tattoo-Termin. Yes! Wir sind schon aufgeregt und gehen jetzt gleich los. Ja, wir haben ein bisschen ausgepennt, wie... Für die letzten Tage, aber ab morgen wollen wir eigentlich mal ein bisschen strenger durchgreifen. Ja, aber wir sind wenigstens fit am Tag dann. Ja. Deswegen geht's jetzt los. So, wir sind jetzt im Tattoo-Studio, Home-Studio angekommen. Ja. Hier macht sie gerade unsere Schrift. Die Vorlage schon mal. Weil wir lassen uns nämlich das gleiche tätowieren, unser Sister-Tattoo. Es ist so wie so ein Geschwister-Tattoo irgendwie. Ja, und das Motiv seht ihr ja dann. Und wir machen es halt hier genau. Wir machen wieder hier so einen Schriftzug. Ja. Und siehst du dir mal kurz die... Gar nicht viel gespannt. Mensch, ist sie gar nicht. Die hat ein bisschen die Flashes angeguckt. Ja, hier sind die Flashes Buch. Was ist Flashes? Das sind die Tats, die Vorlage. Genau. Ja, und das ist das Home. So heißt übrigens die Tätowiererin, falls sich da irgendwie jemand für interessieren sollte. Und Marie, wie findest du es? Es ist 0,0 Schmerz. Also Schmerz ist nicht krass, Leute. Die Stille ist aber jetzt auch nicht so... So krass. Ja. Hier wird es gerade gestochen. Leute, ich bin jetzt ready. Ich habe jetzt gerade eine Folie drum. Warte, ich mach mal einen Schwenker. Das sieht zwar jetzt noch nicht alles so gut, aber naja, man so kann schon sehen. Es ist so hammer geworden. Die Position und auch wie es gestochen ist. Ja. Hammer geil. Und vom Schmerz brauchen wir gar nicht reden, weil ich bin eh nicht schmerzempfindlich. Mir könnte jemand so eine fette Spritze reinrammen und ich würde mir denken, psychischer Schmerz ist schlimmer auszuhalten als körperlicher Schmerz. Das Ding ist, ich kriege jetzt genau das gleiche. Ja, unser Schwestern-Tattoo. An der gleichen Stelle. Und Simone, wie findest du es?
Ja, meine Bäckchen. Schön kleiner, süßer Hamster. Also die Schmerzen gehen, wie gesagt, absolut klar. Es tut nur ein bisschen weh, weil du den Arm so verdrehen musst. Aber mein Gott, für die halbe, dreiviertel Stunde hält man es aus. Maybe closer together? Das muss ich festhalten. So nah war die euch noch nie. Wirklich noch nie. Leute, die sieht echt gut aus. Leute, da ist es, das Schwestern-Tattoo. Damn. Tamias? Real. Wie happy seid ihr? Absolut. Warum? Ich bin irgendwie leicht müde, Leute, aber ich bin glücklich. Ich bin hyper. So Leute, wir haben uns jetzt einen Donut geholt, sind gerade bei Bramables, wenn man das so ausspricht. Weil wir jetzt richtig Hunger hatten. Ich hatte Tätowieren, hat so 3 Stunden gedauert. Jetzt holen wir uns hier ein bisschen Energie und dann geht's weiter. Leute, was ist das? Mono dachte, es wäre ein Bauchnabel, aber ist doch klar, was es ist. Ich habe mir so weit gedacht. Dann wärst du aber ordentlich schrumpelig. So, wir sind jetzt hier im nächsten Restaurant und zwar Avocado Club. Habe ich auch wieder rausgefunden und mir dachte, ja, können wir mal vorbeischauen. Ist natürlich auch wieder eine Preisklasse ganz da oben. Aber ich denke mir so, in die ganzen Weinkafés, keine Ahnung, kann ich auch von zu Hause gehen. Deswegen, wenn wir hier schon in Berlin sind, dann wollen wir auch was anderes sehen. Und es ist halt ein bisschen Preis. Der Preis war da oben, ne? Aber wir sind ja auch nicht jeden Tag hier. Die Kulisse ist echt wieder schön. Wir sind ein bisschen abseits, dass uns die Leute hier nicht so beobachten. Ja, ich bin meine Freunde aufgestoßen. Und zwar kennen ihr wahrscheinlich jetzt mittlerweile alle Artikel 13 Ehe, jetzt die ganze Diskussion herum. Und heute ist in Berlin heute Abend eine Demo. Und da gehen wir, also so eine spontane Demo. Ja. Und da haben wir eigentlich vorhin zu gehen und ein bisschen mitzulaufen, Leute. Genau. Ja, und das war noch die Abendplanung, vielleicht noch ein paar Secondhand-Shops. Ich finde irgendwie, die Tage gehen so schnell vorbei, was auch nicht ist. Und wir sind jetzt schon Nachmittag und wir waren halt nur beim Tätowiererin. Ja, aber wir haben ja noch ein paar Tage, Leute. Wir schaffen das alles, was wir erreichen wollen. Wir haben noch so viel vor, beziehungsweise wir wollen das alles umsetzen. Wir wollen eigentlich nur noch Secondhand-Shops alle durchkauen. Wir wollten alle durcharbeiten. Das sind keine Ahnung, wie viele Stücke. Das schaffen wir noch niemals an einem Tag oder einmal am Tag. Doch. Mann, Mädel, Leute, mal schauen, wo das alles hinführt. So, wir sind erstmal in Penny rein, weil Marie wieder Wasser braucht und wir wollen auch was zum Essen kaufen. Aber hier gibt es eigentlich genauso viel Müll wie bei Lidl. Die ganzen Fertigsachen, ich kann es einfach nicht mehr sehen. Ich kann den Fertigsalat nicht mehr sehen, ich kann den Fertig-Sandwich nicht mehr sehen. Ich schon. Es ist einfach schon, man hat es schon so oft gegessen auf Reisen. Und deswegen heißt es entweder hungern oder ich finde auch irgendwas an der Straßenseite. Aber mich stellt es auf jeden Fall nicht zufrieden. Aber was soll man machen? Ich gucke jetzt noch ein bisschen, vielleicht finden wir was Leckeres. So, wir sind jetzt zurück im Hostelzimmer, haben uns jetzt ein bisschen wärmer angezogen. Ich habe jetzt einen Rollkragenpulli auch noch und mir eine chillige Hose angezogen, weil wir gehen jetzt zur Demo. Die hat jetzt zwar schon angefangen, aber wir hoffen, wir kriegen noch irgendwas mit, weil wir jetzt noch 14 Minuten hinfahren müssen mit den Öffentlichen. Ja. Deswegen mal schauen, weil wenn die echt rumlaufen, dann wissen wir auch nicht, wo die sind. Deswegen mal schauen, ob es heute noch was wird. So Leute, wir sind gerade auf der Demo und die ist natürlich schon zu Ende, aber hier ist zum Beispiel Tanzverbot, keine Ahnung, ob ihr den kennt, das ist ein YouTuber und der macht so richtige Abfuck-Videos, aber ich finde den trotzdem absolut sympathisch. Und da steht er einfach in der Menge, ey Leute, da hat es sich doch absolut gelohnt, ey. Und mit dich hat es sich gelohnt. So, wir sind jetzt zurück im Hostel, wir haben 22 Uhr, haben uns gerade Sprachfehler abgeschminkt, Mona ist gerade dabei. Heute Morgen steht wieder ein Hostel-Umzug an und zwar das letzte Mal jetzt hat. Dann haben wir ja die zweimal wechseln. Ach, keine Ahnung. Hinter uns ist immer das Anstrengendste, weil man kann dann immer erst um 15 Uhr ins Zimmer. Dann müssen wir halt vorher mal die Koffer dann in diesen Gepäckraum abstellen und blablabla. Ist alles anstrengend, Kinder. Genau, und ja, Julis Koffer, der war ja auch unten, irgendwie die Rolle war kaputt. Das habt ihr ja auch gesehen. Jetzt hat sie sich einen neuen Koffer geholt. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir mit dem alten Koffer machen, weil man kann ihn ja auch nicht irgendwo aussetzen. Das Ding ist, der alte Koffer, den konnte man nicht rollen, sondern du musstest ihn schieben über die Straße. Du musstest ihn am Boden schleifen quasi. Weil die Rolle nicht ging. Ja, die eine Rolle ist abgeschliffen bis zum Anschlag. Da ist gar nichts mehr dran. Und nur eine Rolle hat funktioniert. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall müssen wir jetzt mal schauen, wo wir den morgen hin eliminieren. Leute, oh mein Gott, unsere Tattoos, ey, ich bin immer noch so krank, hyper. Wir sind richtig hype. Wir haben da jetzt gerade noch so eine Folie drauf. Die kann man nach ein paar Tagen abziehen. Yes. Damit hier keine Bakterien rankommen, EDC.
Genau, und beenden wir jetzt schon mal den Vlog, oder? Ja. Also halt zum Tag wir hier. Wir haben ja eh nichts mehr Spannendes. Wir chillen jetzt einfach nur noch im Zimmer und die Lichterkette, Leute. Es ist so geil, dass wir die überall immer aufspannen. Macht das schon die ganze Atmosphäre hier aus. Ja, weil die Lichter im Hostel sind entweder immer so grell und so eklig. Jetzt hier gerade sieht es aus wie so eine Gefängniszelle hier. Ja, ich finde das Licht macht mich richtig traurig. Ich sehe, wir sind so richtig krank und wir sind richtig lichtabhängig. Ja, wie auch immer. Also, Leute, gute Nacht. Nacht. You're so shook when I get on fire.